Was geht ab, Leute? Euer Real Stevie hier und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Und ja, Freunde, es ist nicht der Vlog, es wird ein spezieller Vlog sein. Ich habe diesmal einen Gast dabei, nämlich meinen Bruder Thorsten. Wir gehen auf das Trainingsgelände vom SV Waldhof Mannheim, werden den Jungs ein bisschen zugucken, werden was essen und ja, dann nehme ich euch heute ein bisschen über den Tag mit, was wir so machen. Natürlich gehen wir auch Eis essen beim Sorrento. Gute Eisdiele sogar. Die ist Baba, die ist die beste in Mannheim. Und ja, falls euch dieser Vlog gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und gerne kommentieren, was ihr als nächstes sehen wollt. Also Freunde, schnacken wir nicht in den heißen Brei. Sehen wir uns dann, wenn mein Bruder da ist. So Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg zur Bahnhaltestelle. Da vorne steht jetzt schon die Straßenbahn. Muss ich noch eine Fahrkarte holen. Und danach bin ich auf dem Waldhof. So Freunde, es läuten gerade die Glocken. Ich bin gerade am Waldhof Bahnhof. Ich warte jetzt auf meinen Bruder. Hier sind die Gleise. Und ich warte jetzt, bis der Zug einfährt. Und da vorne klingeln die Glocken von Mannheim. So Freunde, Kollege Schnürschuh ist auch angekommen aus Grünstadt. Waldhof-Fan-Ultra. Wir gehen jetzt aufs Waldhof-Trainingsgelände. Danach gehen wir Eis essen zum Sorrento. Wird mega nice. Wird geil. Waldhof. Waldhof. Blau-Schwarz. Wir sind hier unterwegs. Kurz vor dem Trainingsstart des SV Waldhof Mannheim für diese Saison 22/23 zusammen mit meinem Pro Stevie Jansen. Jansen, der Tansen. Ja, Sie sehen hier das Bauhaus, ein anekdotisches Meisterwerk auf dem Waldhof. Und jetzt gehen wir auf den alten Waldhof zum Alzenweg. Entspannt mit Steven. Ausgeschlafen. Ja? Ausgeschlafen. Ja, warte mal, die arge Matze sind weg fort oder lange? Doch, sind weg. Nein. Aber duschen. Das war ein Test zum Duschen, ne? Ah ja. Waldhof! Ich kenne deine Tricks, ja, Steven. Ja. Ich kenne deine Tricks. Ich kenne meine Tricks. Ich rufe den Emilio. Der ja. Mighty Duckmann. Also Freunde, gehen wir uns dann gleich am Alzeweg, Longa. Ajo! Longa! Blau-Schwarz vorne! Vorne, vorne! Ich muss vorne her! Okay, Freunde, wir sehen uns dann. Okay, bis dann. Bis aus. Freunde, wir haben noch was. Mein Bruder will was erklären. Erklär. Also, das wurde gemalt, also wie gesagt, Graffiti. Im Jahr 2017, wenn ich mich alles täusche. Kann aber 2016 gewesen sein. Zeigt unseren alten Trainer, Kenan Kocak, der bei der Türkei Co-Trainer ist mit Stefan Kurz zusammen, zur Zeit. Ja. Und zeigt die anderen Mitglieder der Ultras von Mannheim. Und wie gesagt, seit 2016, 2017, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann es gemacht wurde, aber wie gesagt, seitdem ist es hier unter der Brücke hier von Mannheim-Waldhof hier. Gut erklärt. Bosch fährt. Und alte Papierfabrik SCA, die jetzt ja Essity heißt. Ja, ja. Und hier kommt ein Zug. Das war Sound der Deutschen Bahn, meine Damen und Herren. Wochensausend garantiert. Und wie gesagt, hin halt Geschäfte. Ja, ja, Geschäfte. Altrink, Norma. Waldhof, den nennt man so, den alten Waldhof, da ist auch. Auf der anderen Seite hier, wenn man es ein bisschen sehen kann, ist es noch, der alte Waldhof war früher übersät, voll mit Kneipen und Gaststätten. Und hinten, wenn man hinten sieht, den Schornstein, das soll angeblich, wenn alles klappt, das neue Stadion hinkommen vom SV Waldhof Mannheim, weil das alte Stadion kostet zu viel Sanierungskosten in der Stadt Mannheim und dem Waldhof natürlich. Da ist man jetzt in Bösfeld. Macht das Stadion oder ob es hier in die alte Wirkungsstätte zum Waldhof wieder zurückgeht, wo der Waldhof auch herkommt. Okay, Freunde. Ich als Fan favorisiere eigentlich einen Neubau, also das heißt auf dem Waldhof.
dann käme der Waldhof auch wieder nach Hause. Das heißt, nach Hause heißt, er käme wieder dahin, wo seine Wurzeln waren. Und nicht in einem Stadion, wo Neu-Ostheim liegt, wo der Luisenpark und Kinder und Omas und Opas unterwegs sind. Weil ich finde, dass das Stadion in Mannheim sehr falsch gelegen ist. Ja. Okay, Freunde, das war eine Kurzgeschichte von meinem Bruder Thorsten, der nochmals Waldhof Ultra ist. Und ich habe gerade irgendwas gerochen, was sehr verdächtig nach Marihuana angeht. Ja, okay. Ist halt normal, das ist der Geruch in Mannheim so. Ja, ja. Frankfurt, Hauptwache, yay. Okay, Freunde, wir sehen uns dann auf dem Trainingsgelände. Wir sind heute am Alte-Alte-Weg gestartet, in Herberger Stadion auch genannt. Am Alte-Weg. Hier spielt die zweite Mannschaft gewöhnlich und hier trainiert auch die erste Mannschaft. Wenn zum Beispiel zur Trainingsauftakt geht oder zur taktischen Sache, weil hier der bessere Rasen bei uns hier ist. Und hier spielte man erste und zweite Liga früher, in der 90er und also Ende 80er, ging man dann wieder von Ludwigshafen wieder zurück in den alten Weg. Und seitdem wird es halt nur noch genutzt für die zweite Mannschaft. Okay. Haja, Freunde, hier, wir sind jetzt da am alten Weg. Die Ultras sind auch hier ohne Kabi. Und ja. Sind entspannt, sind freudige Erwartung für die Saison 2022-2023. Vielleicht sind auch noch ein paar Trainingsgäste dabei. Das heißt, Trainingsgäste heißt Probespieler. Ja. Die Herr Neidhardt oder der Verein heute eingeladen hat, wird man sehen. Wer sich heute noch alles zeigt. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns und zeigen dann nachher, wie es weitergeht. Genau. Also wir zeigen dann, wenn die Spieler auf dem Feld sind. So, Freunde, die Spieler sind auf dem Feld. Will ich kurz was sagen, Thorsten? Ja, die Spieler sind eingelaufen. Ups. Neidhardt wird sie jetzt begrüßen. Wird sie bereit machen fürs Training, fürs Erste. Und man wird halt sehen, ob wir heute noch ein paar Probenspieler beim Training heute haben. Oder ob die sich erst am nächsten Tag anfangen. Also mehr kann man noch nicht sagen. Also Neidhardt wird jetzt eine kurze Ansprache machen und dann wird es losgehen mit dem Training. Okay. So, Freunde, ich nehme jetzt ein paar Trainingsdinger auf. Viel Spaß beim Schauen. Wunderbar. Freunde, das war's dann hier von unserem Vlog, Waldhof-Vlog. Freunde, es war mega, mega geil. Geile Erfahrung gemacht, coole Leute getroffen. Willi hat mal wieder ein bisschen in die Löcher gestarrt wieder. Ja, er hat statt dem Ball mal eine Stange getroffen. Aber ich glaube, da hat er noch Druck von Corinna, ich weiß es nicht. Oder noch gut auf Malle war er unterwegs. Ja, dann war's das hier von dem Video. Gerne einen Daumen oben da lassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts verpasst. Und mein Bruder hat das letzte Wort. Leute,
Das war ein Eindruck vom SV Waldhof Mannheim und dem ersten Trainingsauftakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke auf Ehrenbasis und bis zum nächsten Mal. Ciao.